Hallo und herzlich willkommen aus Berlin. Heute geht es zur Fashion Week. Oh nein. Mädchen oder Herr, heute geht es nicht zur Fashion Week. Die ist zwar heute hier, aber nicht nur heute, aber unter anderem auch hier. Aber es ist noch was viel Cooleres hier. Ja, ich habe es gesagt. Heute ist hier die Premiere des Porsche Panamera. Ich spreche diese Worte mit Liebe aus, denn der Panamera und ich, wir sind verbunden. Und der Thomas denkt, er ist im Bild, dabei filme ich ja mich selber. Möchtest du auch ins Bild? Wir können dich auch einfach ins Bild reinholen. Ich möchte nicht ins Bild. Wo bist du im Bild? Ich möchte auf gar keinen Fall ins Bild. Können Sie bitte die Kamera ausmachen? Ich möchte nicht ins Bild. Ist nicht live. Ist nicht live? Okay, dann heute wissen wir das. Panamera. Ja, hi, auch da. Du bist da. Jetzt das du ist ein geiles Ding. Ich bin im Fernsehen. Klaus. Ich bin jetzt im Fernsehen drin. Nein. Hallo Mama. Schaut mal, und da ich heute mal vlogge, dachte ich, ich hole die Nadine mal mit ins Bild, weil sie auch so liebe Snaps von mir vorhin, sogar zwei. Zwei. 20 Sekunden rum. Weil sich auf Snapchat veröffentlicht habe, dachte ich, ich zeige sie mal. Und wenn ihr sie erkennt, dann seid ihr garantiert einer der 10% weiblichen Zuschauer, die wir haben. Wir haben nämlich 90%. Hallo, 10%! Rocket. Von dem Kanal Empathy 25. Ich gucke dich mittlerweile seit, wir haben es festgestellt, ungefähr 6 Jahre. Das ist so krass. Ja. Aber ich gucke sehr, sehr gerne. Das freut mich sehr. Ich hoffe, das machst du auch noch weiterhin. Obwohl du mich jetzt, wo ich dich kennengelernt habe. Ah, nein, aber sehr, sehr sympathisch. Und für diejenigen, die sich das fragen, das habe ich mich nämlich immer gefragt. Ich glaube, sie ist wirklich so wie auch vor der Kamera. Nicht ich hoffe, dass es was Gutes. Ja, doch. Doch, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, viel Spaß noch beim Vlog. Ja, unsere Wege trennen sich, denn für sie geht's nach der. Auch, ich spreche auch sehr gutes Deutsch. Nach der Fashion Week. Oh, nach der Fashion Week. Nach der Fashion Week und für mich zum Panamera. Bayer hat gerade übrigens auch eine Veranstaltung. Ihr habt gerade die Limos von Bayer gesehen, die hier anscheinend so eine Firmenparty gerade machen. Wir haben die passenden Ballkleider dazu gesehen. Es war schon etwas beeindruckend. Ach, guck mal, man wird die nicht los. Oh Gott, der stalkt uns. Bestimmt hat er eine, wie ist deine Zimmernummer? Hm? Bestimmt ist er neben uns. Mein Buch ist gekauft. Das ist tatsächlich der erste Laden gewesen, wo ich es gefunden habe. In Düsseldorf war ich in jedem Laden und keiner hatte es. Oder nur den letzten Teil oder nur den ersten Teil, aber nicht den Teil, den ich haben wollte. Läuft. Und ich schlage die ganze Zeit die McDonald's-Tüte. Gesundes Essen. So ungesund ist das nicht. Wir haben uns diesen Chickenbrett geholt, ne? Ich meine, das Chicken ist auch paniert, aber es geht ungesünder, oder? Nein. Oder? Ja. Oder? So. Du willst nicht essen? Ja. Essen. Food. Das ist der alte Panamera. Welcome to Berlin. Please take your seats. The show is about to start.
der neue Panamera und steht... Einfach so. Oh, guck mal, Essensblitze. Was? Auf einmal sind Essensblitze aufgegangen. Oh mein Gott, einfach da, wo ein Auto vorher einfach war. Einfach so. Das sind Plätze jetzt. Auf einmal ist er da, der Panamera, und steht da zweimal an der Zahl. Was denn? Ich muss mal hier kurz die Kamera agieren, dann fehlt mein halbes Gesicht. Und es sind so viele Menschen drumherum, dass wir einfach mal warten. Ich habe keinen Bock auf Stress. Vor allen Dingen werde ich dann immer getreten und geboxt. Das wollen wir nicht. Es gibt blaue Flecken. Kamera, geht auf. Wow. Wie cool ist eigentlich bitte der Spoiler? Das klingt immer so. Der Gerät auf Heck. Wie cool ist der Heck-Spoiler bitte? Der geht so. Mach mal mit. Ich mach mit. Okay. Gleich. Aber du musst. Hä? Du musst beide Hände. Ja, aber okay. Pass auf. Warte, ich nehme die Hand. Ich bin Mitte. Okay. Der geht so. Der geht so hoch. Ah, nein, warte. Der geht so. So. Wie machst du das nach einem Video? Weil du hast ja nur zwei Hände. Warte, ich mach das so. Warte. Ich mach das so gleich. Ich mach das so. Das klemmt. Dies ist total gekünstelt. Wir sind ja, wie ihr wisst, auf der Premiere des Panamera und ich habe mir mit Streetless Schuck jetzt mal jemand gesucht, der wirklich viel Ahnung von Autos hat. Jetzt würde ich mich mal interessieren, warum ist denn der Panamera die beste, sportlichste Limousine? Ja, erstmal danke, dass Sie mir die Kompetenz zutragen. Also ich kenne das Auto ja schon etwas länger und muss sagen, das ist gerade der neue Panamera. Wenn man auch sieht, was der am Nürburgring-Nürstein für eine Rundenzeit gefahren hat, was das Auto immer doch für ein relativ hohes Gewicht hat und was er innen für Komfort und Luxus bietet. Wenn dieses Auto so eine Rundenzeit im Nürburgring fährt, dann ist der auf jeder Straße der Welt gut. Und da finde ich gerade die Kombination eben das klasse. Der eine, damit du mit der Familie in Urlaub fahren kannst, andererseits auch, wenn dann der Vater mal allein schnell fahren will, kannst du mit dem auch mal das perfekt als eine optimale Symbiose. Ist da noch Luft nach oben, was die Nordschleife angeht? Das kann ich nicht sagen. Das Wetter soll angeblich nicht so gut gewesen sein. Okay. Und Sie wissen, die Nordschleife ist relativ lang. Da machen wir schnell mal erst eine Sekunde irgendwo liegen. Ich glaube, da geht schon was. Okay. So, jetzt wisst ihr, Panamera geht auch ordentlich auf der Rennstrecke. Warum fühlst du mich beim Essen? Weil ich das immer sehr unvorteilhaft finde und dann lachen alle. So wie ich jetzt. Guck, der Thomas liebt das auch beim Essen gefällt. Der Jan beim Rauchen, das ist nicht vorbildlich. Und das ist kein Bier. Außenbild. Guck mal, wie er guckt, wenn man sein Bier anfasst. Wird's kritisch, ja? Nein, also. Wir sind alle im Steigenberg. Guck, das war elegant, das oder? Das sieht die Camera Roll. Jetzt sieht man gar nicht. Die Flying Camera. Jetzt sieht man mich gar nicht mehr. Doch. Vielleicht sieht man. Man sieht mich zu sehr. Ich bin sehr präsent. Ja, da stand so einmal so halb im Lichtkegel. Das sah irgendwie komisch aus. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben eine Snackbox bekommen. Es ist schon Tag 2, wie ihr merkt. Und wir sind auch schon am Abreisen. Wir haben 6:30 Uhr. Was ist das? Körner mit Salat. Sieht aus wie ein Burger. Ein Ei. Ein Ei. Oh mein Gott, ich bin blau. Ich bin ein Schlumpf. Guck mal, wir sind Schlümpfe. Sollen wir Schlumpflied singen? Sag mal, wo kommst du denn her? Jetzt du. Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Sehen da alle so aus wie ihr? Das weiß ich nicht, denn ich... Ja. Sehen so aus wie ihr. Und dann kommt der schönste Teil. La 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 la